Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Projekt und zwar den Nachfolger von Bildet, den offiziellen Nachfolger von Bildet, nämlich LS22 Frontiers. Heute mit dabei ist einmal als Haupt-Challenge-Teilnehmer und auf den Kanälen könnt ihr das ganze Projekt auch verfolgen, nämlich einmal der Physi. Hallo. Dann der Milo. Hallo. Und Commander Keule. Hallöchen. Genau, jetzt fragen sich bestimmt die einen oder anderen, wieso ist denn jetzt der Commander mit dabei, der ist ja neu. Ja, der hat aber mit Physi auch schon mal eine Challenge gemacht und der ein oder andere fragt vielleicht auch, wo ist Axel? Da ich weiß, dass die Frage kommt, will ich sie einfach jetzt gleich beantworten. Axel hat aus zeitlichen Gründen das Team verlassen und kann deswegen nicht mitmachen und das ist der aktuelle Stand. So sieht's aus. Gut, jetzt wissen alle Bescheid, aber das schiebt man jetzt auch direkt beiseite, denn das neue Projekt Frontiers startet und es wird, nur ganz kurz zur Erklärung, so ungefähr wie Bildet ablaufen. Also es hat nichts mit Bildet zu tun, aber wir werden immer Montag 20 Uhr live auf Twitch sein. Könnt ihr bei Keule schauen, könnt ihr bei Physi schauen, bei Milo schauen, alle Links, also alle haben Links unten in der Videobeschreibung und es kommt täglich ein Video auf YouTube. Das wird so der Ablauf sein. So, und ansonsten werden euch jetzt mal unsere Projektleitung, die Jungs, mal erklären, wie das Ganze ablaufen wird und um was es hier geht, oder? Genau. Ich greife schon mal ganz bisschen ein. Im Namen der Projektleitung erstmal schön, dass ihr da seid. Großen Dank auch an die Jungs. Danke für die Einladung. Da ist kein Problem. Ihr müsst euch beim wahren Marc bedanken. Diese Idee des Projekts stammt aus Marks Feder in Zusammenarbeit mit Milo, wobei wir Milo zum Schluss ein bisschen ausgegrenzt haben aus den letzten Planungen. Auch danke an das Team, die das mitmachen. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Eine Info vorab für die Community. Dieses Projekt heißt Frontiers. Das heißt, die vier Jungs sollen sie auch dementsprechend bekämpfen. Die sind trotzdem Kumpels und Buddies, wir lachen viel miteinander, wir scherzen viel miteinander. Also den Leuten das übel nehmen, wenn der eine den anderen mal die Kandare fährt, das ist Sinn und Zweck des Projektes, das soll so sein. Also nicht, dass da irgendwelche Hasswellen auf irgendwelche Leute einschlagen, das gehört zum Projekt und wir sind uns alle lieb, wir haben uns alle lieb und das passt soweit. Das nur mal ganz, ganz vorab. Auch großer Nerox, der uns diese Map gebaut hat, wenn die Jungs gleich mal die Karte öffnen, könnt ihr euch gleich mal angucken. Genau, das wollte ich nämlich auch gerade noch sagen, denn wir haben für dieses Projekt extra von Nerox eine Karte gebaut bekommen, das war nämlich wichtig und Grundlage dafür, denn die Karte hat vier Viertel, die exakt identisch sind. Ja, ihr könnt die Karte auch nicht auflassen, das gleiche stimmen, das würde ganz gut passen. Gut, fangen wir mal an. Ich würde ganz gerne erstmal ganz kurz unsere Jungs begrüßen. Einmal der Rookie, unser lieber Commander Keule, quasi alle so der Mann, der den Konsolen vor MLS immer alles erklärt und auf dem neuesten Stand hält, der jeden Abend in State of Freedom als Kater rumspaziert und eine lange Zeit seines Lebens auf dem Floß verbracht hat, der liebe Commander Keule. Keule, hast du mal einen richtigen schönen Kampfspruch an die anderen drei? An die anderen drei? Ja, so deine Mutter. Hau mal raus hier, dein Kampfspruch. Einen Kampfspruch habe ich mir jetzt nicht bereitgelegt, aber der Name Keule kommt nicht von ungefähr, ne? Also, da wird die Keule geschwungen, oder was? Ja, natürlich. Wow. Na, vielleicht bist du ja am Ende der Commander. Das Einzige, was du schwingst, ist der Lappen und der ist McManus. Oh, wow. Gut, gehen wir zum Zweiten. Wow. The One Only, der Mann, der nie ohne seinen Kater rausgeht. Der King instead of Freedom, der einzig wahre, oft kopierte, selten erreichte King Freezy. Freezy, dein Kampf vor. Ich hab einen Freezy. Ja, raus. Wenn du nie gewinnst, mach einfach einen eigenen Server auf. Dann bist du der King. Ja, hab ich bei GTA auch gemacht. Ja, das war ja so gemeint. Oh wow. Gehen wir weiter. Nein, warte, vielleicht hat er ja selber noch einen. Achtung. Ey, ich hab keinen. Warte, komm, irgendwas so. Mach den Bizeps, Junge. Ey, das mache ich nur, wenn wir mit Tino zusammen im Team sind. Das ist der Team-Zeps, das stimmt. Genau. Ja. Mir fällt so nichts ein, keine Ahnung. Ganz schlecht, okay. Marc, erster Minus hoch. Dann der nächste, unser teaminterne King of LS Challenge. Der Schreck eines jeden Thüringers. Oh, das ertrage ich nicht. Der Mann, der seit seinem Jobwechsel auch die rechte Hand des Teufels bezeichnet wird. Milo Plays. Hallo, schönen guten Tag. Schiebung! Zweimal gewonnen durch Schiebung. Doch, na gut, egal, lass mal das. Nee, ich hab keinen. Auch nicht. Noch nicht bezahlt und schon dir. Okay, lass uns so gerne. Und last but not least, ohne diesen Mann wären wir heute alle nicht hier.
Ne, der Mann, der beim Auge seinen Gummihammer zur Arbeit zwingt, der Mann, der auch im Brandfall den Aufzug benutzen darf, McManus. Ja, das bin ich. Danke. Danke für diese tolle Anmoderation. Finde ich klasse, muss ich echt sagen. Kampfspruch. Kampfspruch? Kommt da was? Ich hab einen zweiten, sieht man besser? Erst wenn man aufhört zu kämpfen, hat man verloren. So. Okay. Wow. Ja? Gar nicht schlecht. Ja? Den habe ich jetzt mal kurz getroffen noch. Da war jetzt jemand an der Tür irgendwo. Ja, ja, deine Frau bringt den Burger. Ah, nett. Ja. So, jetzt werden wir kurz das Projekt erklären, damit wir auch ein bisschen vorankommen. Wie Leute sicherlich schon gesehen haben, die Karte ist in 4 Inseln aufgeteilt. Ne? Gestartet wird gleich mit einer Challenge, die wir gleich noch in Ruhe erklären. Der Gewinner dieser Challenge, also sprich 1 bis 4, werden in der Reihenfolge, dürfen sich einmal die Insel aussuchen, die sie bespielen möchten. Und hinter jeder Insel ist auch einer von den Projektleitungen versteckt, was wir nicht sagen. Ein Team besteht immer aus einem Streamer plus einem aus der Projektleitung als direkter Ansprechpartner und einer aus dem Team, der als Helfer mitarbeitet. Es dürfen halt, wie gesagt, keine KI-Helfer benutzt werden. Das Reglement kommen wir gleich noch zu. Das heißt, wenn die Challenge beendet ist, hat der Spieler, der gewonnen hat, die erste Auswahl und dadurch, dass wir sagen, wir machen so ein bisschen Quiz-Show-mäßig, wird es so sein, dass der liebe Marc im Anschluss eine kleine Quizshow mit euch veranstaltet, dass der Gewinner hat die erste Chance, einen gewissen Umschlag sich auszusuchen und dann kann über diesen Umschlag verhandelt werden, ohne den Inhalt zu erklären. Aber es macht Marc halt ganz in Ruhe, der ist ja komplett vorbereitet. Der weiß dann, erklärt euch dann, was euch da so erwartet. Genau. Es geht eigentlich nur darum, wenn er die Karte mal aufmachen würde, dass die Zuschauer das sehen. Ja. Ist es so, ihr seht ja, auf den jeweiligen Vierteln gibt es ja die Felder und es geht eigentlich darum, in der Mitte seht ihr ja diese 4 kleinen Dreiecke, das sind die Zielfelder, die müssen erreicht werden. Also die 70, 23, 24, 47. Genau, wo jetzt die ganzen Fahrzeuge, ein paar Fahrzeuge geparkt sind. Ja. Es ist so, es müssen alle Felder auf der eigenen Insel gekauft werden, also im Besitz sein. Und hinter 6 Feldern haben wir von der PL gewisse Challenges versteckt, die wir natürlich nicht sagen, wir sagen auch nicht, welches Feld es ist. Um dieses Feld dann zu erwerben, muss vorher eine Challenge erfüllt sein, um dann halt dieses Feld kaufen zu können, um weiterzugehen. Die Jungs kriegen nachher noch ein Bild geschickt, wo der Ablauf drinsteht, wie man welche Felder kaufen kann. Man kann nicht einfach mitten in der Insel anfangen. Man startet immer von seinem Hof aus, also von der krauminierten Fläche in den Ecken und muss dann in einer gewissen Richtung kann man es ja ausbreiten. Das ist natürlich, da gibt es wieder Unterschiede. Man muss nicht denselben Weg gehen, man kann auch andere gehen, aber man kann nicht von Feld 22 auf die 7 springen zum Beispiel, das geht nicht. Es müssen immer die angrenzenden Felder gekauft werden. Ganz, ganz wichtig. Und um das, ja, dieses Projekt zu gewinnen, gilt es darum, das Feld in der Mitte zu erwerben, einmal komplett platt zu machen, irgendeine Fruchtart seiner Wahl drauf zu machen und abzuernten. Wenn dieses Feld abgeerntet ist, hat derjenige dann gewonnen. Das ganze Projekt, möglicherweise. Es darf und soll untereinander gehandelt werden. Man kann sich helfen, man kann sich aber auch in gewisser Weise behindern. Ja, das ist auch Ziel des Projektes. Es wird in dem Projekt auch immer wieder so kleine Aktionen geben, die wir noch nicht verraten werden. Da haben wir uns ein paar Mal was ausgedacht, was es so auch im LS noch nicht gab. Und das kommt dann bei Zeiten, meistens in den Livestream. Also an liebe Zuschauer immer mal wieder reinschauen, gucken. Ganz, ganz wichtig bei allen Leuten. Man darf sich gegenseitig behindern, das ist also Sinn und Zweck, dass man den einen auch vielleicht ein bisschen zurückwerfen kann mit einer Aktion, aber das kommt dann gesagt später. Seid bloß auf jeden Fall gut vorbereitet. So, wir gehen zu den Regeln. Es wurde heute festgelegt, warum auch immer, wird eine Folge genau 21 Minuten gehen. Wir werden es so versuchen, einer aus der PL schreibt Start, nach 20 Minuten schreiben wir rein, letzte Minute, und bei 21 wird ein Stopp geschrieben und dann bitte auch wirklich Finger von der Tastatur, das gilt auch für die Helfer und die Projektleitungen, einfach dann stehen lassen, bis wieder Start geschrieben wird, damit es dann weitergeht. Die Streamer dürfen jeweils eine Fahrzeugkombination ausleihen. Bedeutet, wenn man einen Mähdrescher braucht, man kann sich den Mähdrescher, einen Schneidwerkzeug ausleihen und das benutzen. Wenn man sich einen Traktor mit dem Flug ausleiht, weil man vielleicht keinen leistungsstarken Traktor hat, darf dieses Restaurant nicht verändert werden. Also ich darf diesen Traktor nicht nutzen, um eine Sämaschine zu ziehen, sondern ich darf diesen Traktor nur wirklich für diesen Fall nutzen, für den ich es gemietet habe. Ne, also da bitte drauf achten, gerade die Jungs von dem Projekt, die mit bei euch im Team sind, achten miteinander drauf. Fahrzeuge aus dem eventuellen Startfuhrpark, den ihr euch erspielen könnt, dürfen erst verkauft werden, wenn ihr das fünfte Feld besitzt, vorher nicht. Also falls ihr dann gleich irgendein
ja, einen Umschlag zieht mit tollen Fahrzeugen, dürfte nicht direkt zum Shop fahren, die verbimmeln, sondern ihr müsst die so lange behalten, bis ihr das fünfte Feld gekauft habt. Das gleiche gilt für Gebäude. Wenn ihr Gebäude in euren Paketen drin habt, dürft ihr die platzieren. Wenn ihr sie nicht platziert heute, sind sie weg. Da gibt es auch keine Erstattung für, das ist dann Pech. Ne? Also müsst ihr selber entscheiden, wie ihr es macht. Das ist dann quasi ja, euer Ding. Aber wenn ich sie heute platziere und kann sie dann aber mit dem sechsten Feld auch verkaufen. Genau, richtig. Das ist natürlich möglich, klar, logisch. Genau, angenehme Felder können gekauft werden. Felder, also ausgewiesene Felder mit Nummern dürfen nicht bebaut werden. Und ihr dürft jetzt nicht auf Feld 22 euch jetzt in eine Produktion hinbasteln oder eine BGA hinbauen. Dafür gibt es extra diese ausgeschriebenen ja, Bauplattformen. Diese gibt es immer gratis zu dem angrenzenden Feld. Das wird die Projekte, wenn ihr das Feld kauft, kriegt es automatisch dazu und kriegt den Wert quasi erstattet von uns als PL. Wenn ihr die Karte aufmacht, gibt es insgesamt denn die Hoffläche, wo dieses eine Fahrzeug steht, kriegt ihr eh von uns. Und dann gibt es halt noch die eine graue Fläche ziemlich rechts oder links von dem Feld und halt in Richtung Zielfelder gibt es nochmal zwei. Diese grau minierten Flächen. Da, das sind aber da, ich habe nur eine Frage, da ist es jetzt zum Beispiel in der Mitte bei Feld 10, 9 oder 7. Auf der Südosten, da ist es egal, welches Feld man kauft. Genau. Okay. Da, wenn ihr zuerst die 10 habt, dann könnt ihr das natürlich kriegt ihr das. Wenn ihr es dann möchtet, direkt mit. Ihr könnt es auch mit der 9 bekommen, das ist dann euch was. Nur wenn es gekauft ist, kriegt ihr den Betrag erstattet, weil das halt keine Kosten mitbringen soll. Aber wenn es verkauft wird, geht das Geld auch wieder an den PL-Hof zurück. Und diese Bauflächen sind nicht Bestandteil des der Insel, um was? Halt auf die Mitte zu kommen. Was darf man mit den Bauflächen machen? Bauen. Also, die sind, also wenn man was bauen möchte, rein auf diesen Flächen. Genau, eure Hoffläche, die euch ja gehört, dürft ihr natürlich auch bebauen, wie ihr lustig seid. Das ist euch überlassen. Aber wenn ihr zum Beispiel mehr Platz brauchtet, dann, oder jetzt meinetwegen, ja, dann könnt ihr die Flächen dafür nutzen, damit ihr da dann halt nicht ausbreiten könnt, wenn ihr es dann braucht. Aber könnt ihr immer dazu nehmen, wann ihr sie braucht. Nur das Geld kriegt ihr halt dann nur einmal erstattet und wenn es dann verkauft ist, dann geht das Geld wieder zurück an den PL-Hof und nicht auf euren Hof. Okay, super. Ja. Ich, nur mal ganz kurz, das ist natürlich jetzt auch für die Zuschauer erstmal viel, ist auch für die Teilnehmer erstmal viel. Wir werden das Ganze zusammentragen und auf der Homepage auch veröffentlichen. Also auf der Homepage wird es einen Reiter geben, also mcmanus.de findet ihr in der Videobeschreibung. Dort habt ihr einen Reiter, Frontiers, ne, das Projekt. Dort werdet ihr das Modpack kriegen. Wir haben aber hier auch nicht viele Mods drauf. Wir müssen noch abklären, die Map werden wir euch auch mit zur Verfügung stellen, bin ich mir ziemlich sicher. Und dann findet ihr dort auch nochmal das Regelwerk. Ne? Also da könnt ihr genau. Einfach nochmal nachschauen und ja, da habt ihr alles nochmal zur Übersicht. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht für die Teilnehmer hier. Ja, genau. Wenn das nochmal zusammengetragen irgendwo ist. Und die letzte Regel, deswegen sind nicht so viele, wir haben uns entschlossen, wie wir dürfen, dass Landwirtschaftssimulationswissen der Mitspieler nutzen. Also das heißt, wir als Mitspieler dürfen sagen, hey Tino, du kannst Sonnenblumen ernten, das ist kein Problem, das kriegen wir hin. Mhm. Aber das letzte Wort hat immer der Streamer. Was wir nicht machen dürfen, sind PL-internes Ausquatschen. Also wenn ich jetzt sage, du Freezy, pass auf, kauf mal lieber das Feld, weil ne, da hast du eine dolle Überraschung, das darf ich nicht. Das wird bestraft. Genauso wie die Angestellten, also die Mitspieler, wenn jetzt der liebe Dietmar heute bei Tino ist und Tino erzählt Dietmar seinen Schlachtplan und Dietmar ist dann vielleicht morgen in der Aufnahme bei Freezy und sagt, ey Freezy, der Tino hat das und das vor. Das wird dann halt auch dementsprechend dann sanktioniert. Genauso ist es aber auch, wenn der liebe Tino jetzt zum Dietmar hinrennt und sagt, ey Dietmar, was hat der Tino, der Freezy vor? Und penetriert ihn damit, dann kriegt derjenige, der ihn dann quasi ausfragt, auch wenn Dietmar nichts sagt, kriegt der Streamer eine Strafe. Zum Beispiel eine Folge nur mit Tempomat 5 oder so fahren, da haben wir uns kurz überlegt. Das heißt auch für die Streamer, bitte nicht versuchen, die Mitspieler in irgendeiner Form in die Bredouille zu bringen, dass sowas passiert. So, ansonsten, wie gesagt, ist erstmal nichts vorgegeben. Wir hoffen, dass ihr uns einen richtig schönen Kampf liefert mit allem, was so möglich ist. Und dann würde ich sagen, erkläre ich euch jetzt schnell die Challenge, dass wir auch in Action kommen, weil jetzt haben wir noch gequatscht. Ja. Und nach der Challenge übernimmt der Marc und erklärt euch dann quasi, wie und was ihr gewonnen habt. Also schon mal vielen, vielen Dank an die Projektleitung für den tollen Start und für das Erklären. Es gehört halt dazu, deswegen die erste Folge wird ein bisschen länger, Leute, und bevor es dann richtig reingeht. Aber ich denke, das Grundlegende ist gesagt worden, ihr kennt vielleicht das Prinzip aus anderen Spielen, Capture the Flag. So ähnlich muss man sich das hier auch vorstellen. Also man muss alle Felder kaufen, bis man irgendwann in der Mitte ist. Dann hat man gewonnen, um es ganz einfach zu sagen. Okay, dann würde ich sagen, start mal. Gut, gehen wir zur Challenge. Wenn ihr die Karte mal aufmacht, der liebe Marc schickt euch jetzt gleich über die Skype-Konfi ein Bild. Das dürft ihr gerne mal zeigen, auch für die Zuschauer.
Ja. Guck da mal rein. Okay, ja. Okay. So. Es ist wie folgt. Ihr habt ja gerade auf der Hauptkarte gesehen, oben in euren Hof, also in den bestehenden Hoffeldern, wo der Hof gebaut wird, euer Startfeld, steht ein Fahrzeug. Das heißt, ihr startet gleich hier in der Mitte, stehen vier von diesen, ich dachte, Landwirt in Form von AKF-Fahrzeugen. Mhm. Der liebe Milo muss sich nach oben links begeben, der liebe Freezy nach oben rechts, der Commander Coyle nach unten links und der liebe Tino nach unten rechts. Dort auf dem Platz steht ein Fahrzeug, also ein LKW, mit einem Tieflader und einem Teleskoplader. Mit einem Ballen. Der liegt schon mal auf dem Anhänger drauf, damit ihr wisst, welche Farbe euch gehört. Die Sterne markieren die Punkte, wo Ballen liegen. Wollen wir in den PL-Hof gehen? Bitte in den PL-Hof, genau, damit ihr auch alles nutzen könnt. Aber das können wir leider machen. Ich erkläre es kurz zu Ende. Also da, wo die Sterne auf der Karte markieren, diese großen roten Sterne, dort liegen Ballen. Die müsst ihr bitte einsammeln. Und nur eure Farbgebung, logischerweise. Und dann gibt es einen... Welcher Ballen liegt jetzt wo? Moment. Ich bin mal weggefahren mit dem Fahrzeug hier. Ich denke mal unten... Also der südöstliche Hof hat wahrscheinlich seinen Ballen im Süden. Nee, ihr habt insgesamt 6 Ballen. Also 5 müsst ihr einsammeln und einen habt ihr schon auf dem Fahrzeug liegen. Wenn ihr euch gleich mal zur Mitte umdreht, kommt so ein MAN hier angefahren. Seht ihr das? Ja. So müsst ihr dieses Fahrzeug im Nachhinein hier in der Mitte abstellen. Nur mit eurer jeweiligen Ballenfarbe. Das heißt, an den Sternen sind Ballen gelegt. Ach so, und da können wir einfach hingehen. Ihr müsst nur eure Farbe einsammeln. Und ihr dürft halt nicht mit Spanngurte fahren. Ja. Es darf nur ein Spanngurt bleiben und das ist der von den Ballen, der jetzt schon auf dem LKW drauf liegt. Das heißt, ihr müsst während der Fahrt die Ballen natürlich A, vernünftig ablegen und vernünftig fahren, ohne dass die runterfahren. Und hier auf der Mitte könnt ihr natürlich umstapeln, hochstapeln, das ist euch völlig überlassen. Nur so, wie das jetzt hier steht, nur ohne Spanngurte, bitte dann das Fahrzeug abstellen und sofort Stopp schreien. Dann hat derjenige, der zuerst mit seinem Fahrzeug hier ist und das so aufgebaut ist, hat gewonnen. Okay, also wir müssen noch 5 zusätzliche Ballen laden. Genau. Ein Ball liegt hier quasi hinten vorne auf der Pritsch, das seht ihr auch sofort. Das ist unverkennbar, wenn ihr ins Fahrzeug einsteigt, wenn ihr rübergefahren seid. Mhm. Seht ihr das? Und dann der Ball zählt schon zu den 5 oder was? Der zählt schon zu den 6 Ballen, okay. Ja. 6 Ballen, also 6 müssen insgesamt drauf liegen, verstehe ich. Genau, und 5 müsst ihr einsammeln. Ja, okay. Und nur da, wo die Sterne sind, liegen die Ballen auch. Also ihr müsst nicht mit der ganzen Map cruisen und irgendwelche suchen, sondern nur da, wo die Sterne liegen, sind auch Ballen. Nur bitte nur eure Farbe mitnehmen, keine andere. Okay. Soweit verstanden? Ja. 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 Dann wird, ja, verteilt euch schon mal die Autos, 4 Stück. Achso, warte mal, da muss ich ja gucken, welche Fahrtrichtung am besten, ne? Ich muss nach unten rechts. Unten rechts, genau. Keule unten links, Freezy oben rechts und Milo oben links. Muss ich mal ganz kurz gucken, wo bin ich denn jetzt? Ich wollte gerade sagen, wo stehe ich jetzt hier? Ihr seid komplett in der Mitte. Wir sollten noch erwähnen, dass die 4 Sterne in der Mitte, Christian. Okay, ich wollte als Gimmick lassen. Also die 4 Sterne in der Mitte der Karte, da liegt immer nur ein Ballen. Also das heißt jetzt eine Farbe. Das heißt, es kann sein, dass jetzt direkt zum richtigen fahrt. Es kann auch scheiße laufen, dass ihr erst zum anderen fahren müsst. Die sind dann halt, die 4 Farben sind da verteilt. Auf den anderen Sternen, auf den Inseln, da liegt jede Farbe einmal. Okay. Also die 4 Sterne in der Mitte sind quasi, also da ist für jeden nur ein Ballen, verstehe ich? Genau, da kann natürlich sein, dass du zum Falschen fährst, kann sein, dass du zum Richtigen fährst. Mhm. Das ist ein bisschen, das haben wir aber ein bisschen willkürlich verteilt. Alles klar. Sind noch Fragen? Nein. Gut. Müsst ihr mal noch einsteigen? Ihr dürft den Motorrohr schon anmachen. Alle Startler, alle 4. Mhm. Jo. Dann würde ich sagen. Ja. Was? Ja, ich hab was? Ja gesagt. Ach ja, ich hab Tweezy schon. Okay. Stopp. Ich muss nur ganz kurz was gucken. Ja. Gucken links. Gut, passt. Okay. Dann auf Plätze. Fertig. Los geht's. So, gut. Passt auf, Leute. Jetzt ist die Frage. Welche Ballenfarbe haben wir? Das müssen wir uns jetzt immer ganz kurz merken. Wir müssen uns ganz kurz merken.
Ja, genau. Wir müssen uns ganz kurz merken, welche Ballenfarbe wir dann oben haben. Die KI ist an. Beziehungsweise welcher jetzt hier liegt. Welcher Ballen liegt jetzt hier? Hier müssen Ballen irgendwo liegen. Oh, das geht gut los. Konzentration. Wo liegt denn hier ein Ballen? Da, blau. Blauer Ballen, okay. Blauer Ballen. Hieß es, dass wir auf den Wegen fahren müssen? Hieß es, dass wir auf den Wegen fahren müssen? Muss ich jetzt mal blöd fragen. Nee, ne? Okay. Ja? Nee? Ja? Nee? Oh, wieso ist denn hier Verkehr, Alter? Ist ja zu wild. Na komm, wir fahren mal auf den Weg. Kein Bock, disqualifiziert zu werden dann hier schon in der ersten Challenge. Rutscht aber auch heftig, Alter. Auf dem Wegen fahren? Okay, Christian hat auch nochmal geschrieben, auf dem Wegen fahren, gut. Ist schon jemand dort? Nein, nein, nein. Okay, wir sind gut unterwegs, Leute. Okay, wir haben Pink. Wir haben Pink. So, jetzt haben wir an den Ecken außen die Ballen. Okay. Ja, warte mal. Ich darf. Entschuldigung, noch eine Frage. Welchen Spanngurt darf ich dran machen? Der von dem Ballen, den du vorne drauf hast. Nur den? Nur den. Das Gerät auch nicht? Nein. Okay. Das hat sich aber dann erledigt, spätestens mit dem zweiten Ballen, den wir geladen haben. So? Na, das muss ja so eine Pyramide sein, oder? Du kannst doch erstmal mit zusammenbauen. Du musst ja, nicht mehr den Fahrrad okay. aufbauen. Okay, verstehe. Das muss aber auf dem Tieflader zusammengebaut sein. Zum Schluss ja, genau. Okay, danke. Okay. Dann würde ich sagen, nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. Mach mal mit Lenkrad, mach mal mit Tastatur hier, lässt es schöner fahren. Okay, wir müssen weiter vorfahren, gleich merken fürs nächste Mal. Oh, die in der Mitte sind, sind aber richtig scheiße, oder? Die in der Mitte da liegen, das ist aber auch blöd. So, warte mal, wie lagen die denn? Lagen die hochkant? Ich weiß nicht mehr, wie die in der Mitte lagen. Lagen die hochkant oder lagen die flach? Lagen flach, ja? Zum nächsten. So, also eine Brücke in der Mitte können wir schon mal ausschließen. Eine Brücke in der Mitte können wir schon mal ausschließen. Oh, jetzt piept er die ganze Zeit. Eine Brücke in der Mitte können wir ausschließen. Und zwar die südöstliche. Da lag ein blauer Ballen. Ist nicht egal, wie die lagen. Nein, es muss halt dieses Dreieck ergeben. Es muss halt dieses Dreieck ergeben. Okay. Fahren einfach mit voller Luzi. 23. Bei 23, genau. Bei 23 lag der blaue. So. Da vorne steht natürlich einer. Okay. Das wird eine witzige Nummer hier, das sag ich euch. Gut, wir sind da. Ich hoffe, meiner liegt nicht in der Mitte. Nein, liegt vorne dran, sehr gut. Okay, dann passt das.
liegt sogar richtig. Milo hat einen Server verlassen? Ja, nicht unser Problem. Los, weiter. Okay. Haben wir jetzt gehört? Ja, ich bin runtergeflogen. Ja, der muss doch mal was sagen. Du hast es doch gesehen. Was soll ich sagen? Ja, dass du runter bist, das war anhalten. Oder nicht? Ja, gut, dann nicht. Also, ganz ehrlich, ich hätte keinen Mund zum Reden heute. Was ist denn nur los, ey? Weißt du, was ich jetzt mache? Ich glaube, sag mal, Konzentration. Oh, es leckt. Es leckt, es leckt, es leckt. Und wir fahren die nächste Runde. So, jetzt muss ich nur mal ganz kurz schauen. Gibt es einen kürzeren Weg? Nee, außenrum ist der kürzeste Weg, oder? Ich glaube, außenrum ist der kürzeste Weg. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? So, die Beine haben wir schön eingequetscht. Das müsste eigentlich halten, das müsste passen. So, okay, auf zum nächsten. Auf zum nächsten. Oh Mann, ey. Und Leute, schreibt unbedingt in die Kommentare. Erstens, wie gefällt euch die Projektidee? Wie gefällt euch das Projekt? Habt ihr Bock drauf? Und ja, lasst ein Däumchen da. Lasst einfach ein Däumchen da, wenn es euch gefällt. Da wäre mir, würde ich sehr, sehr cool finden. Würde ich sehr, sehr cool finden. Die Beine waren hochkant? Nein. Die Beine waren nicht hochkant, oder? Waren die Beine hochkant? Ich weiß es nicht. Sagt's mir. Waren die Beine hochkant? Flach, okay. Motor aus. Flach, okay, alles klar. Flach ist gut. Du wartest, ich muss nur kurz hier aufladen, Kollege. So, dann haben wir schon mal Ballen Nummer 4 von 6. Schön gemütlich, schön ruhig. Kein Stress. An. Weiter geht's. Dinger hinten hoch. Passt. Und auf zum nächsten Ballen. So, jetzt ist die Frage, wo liegt der Ballen in der Mitte? Wo liegt der Ballen in der Mitte? Die Beine müssen quer auf dem Wagen, wie der erste lag. Da hat schon mal jemand nicht aufgepasst. Die Beine halten eigentlich ziemlich gut. Also hier rutscht eigentlich nichts, muss ich sagen. Das passt soweit. Bin mir nur nicht sicher. Ist schon jemand auf dem Weg in die Mitte? Nein. Aber die fahren alle schon zum letzten Ballen, habe ich das Gefühl.
Oh, wenn die jetzt alle ihre letzten Beine schon laden, wäre das natürlich ärgerlich. Einer ist dann in der Mitte schon am Rumhantieren. Soll einer schon fertig sein? Boah, das wäre krass. So, hier muss der letzte Ballen kommen für uns. Da vorne liegt er. Dann müssen wir in die Mitte rein. Okay, auf geht's. Sauber aufgeladen, das passt. Zusammenschieben können wir noch ein bisschen. Der geht auch noch drauf. Und weiter geht's. So, wo fahren wir hin? So, wir fahren jetzt hier rechts runter. Der Bein muss da auch noch drauf, ich weiß, aber wir fahren jetzt erstmal hier rechts runter. Okay. Wir fahren jetzt hier rechts runter. Oh, der lenkt nicht mit, oder? Oh, ist das ein blöder Tieflader. Der lenkt gar nicht mit, lenkt er mit? Nee, der lenkt nicht mit. So. Wer einen entgegen. Ach, jetzt bin ich ja da, wo ich war am Anfang. Jetzt bin ich ja da, wo ich war. Wir gehen kein Risiko. Nicht, dass noch einer runterfällt. Das war der Blaue. So, dann müssen wir links. Hat der schon alle? Oh, wow. Blau hat schon den letzten. Oh, war das knapp. Wäre ich noch fast reingekriegt in den. Okay, wir fahren jetzt mal hier hin. Da hat einer schon gut gearbeitet, Mensch. Pink, pink, pink. Hier liegt keiner. Hier liegt keiner. Keiner mehr. Ich hoffe, ich habe mich nicht verguckt, aber hier liegt keiner mehr. Mist. Mist, 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 Mist. Ja, ja, der lag hinter der Brücke. Guck mal, welcher hier liegt. Hier liegen keine Leute. Es liegen keine Bahnen da. Bin ich nur blöd? Bin ich nur besoffen? Da, oh, gute Entscheidung. Das ist er. Das ist er. Oh, wir sind heute viel am Lenken, ey. Wir haben uns nicht optimal positioniert, glaube ich.
Okay. Jetzt laden wir den gleich noch um. Ach, du bist faul. Ach, geh doch runter. Gar nichts. Menschenskinder, was ist denn das für ein Scheiß jetzt hier? So, zusammenreißen. Oh, ich glaube, heute sind wir die Letzten, die ankommen. Heute sind wir die Letzten, die ankommen. So, das muss reichen. Unfassbar. Dieser blöden Bordsteinkante. Oh Mann, ey. Ich weiß auch nicht, was los ist, weil ich tippe nur den. Ich tippe nur den Zeiger an. Oh Gott. Ich tippe nur den Zeiger an und der brettert direkt los. So, in die Mitte. In die Mitte rein. Fahren rechts rum. Ich glaube, rechts rum ist ein kleinen Ticken kürzer. Das Auto fährt mir rein, das wäre es gewesen. Oh, da ist ein blaues schon da, das gibt's da nicht. Weiß ist auch schon da. Uff. Jetzt haben die ihre Spanngurte dran? Ach so, nee, weiß war der vorgegebene. Passt das so? Leute? Ja. Passt das? Das passt, ja. Oh, gut. Ey, wer ist denn blau? Das passt so nicht. Keule, du bist schon da? Ich warte schon seit 5 Minuten. Ich hab schon gesehen, du Schlingel, ey. Sau! Lecco mio, der Keuler hat dir vorgelegt wie Sau, ey. Das gibt's ja gar nicht. Stark. Ich hab eigentlich damit gerechnet, dass einer von euch hier als erstes steht und... Nee, ich hab mich, ich musste sehr, sehr viel rumlenken. Und ich hab meinen letzten Ball nicht gefunden, leider. Ja, also da hab ich zum Glück gehabt. Also die zweite Brücke, da lag zum Glück gleich der richtige. Ja, ich musste 3 anfahren, leider. Aber ey, cool. Passt auf jeden Fall. Also, stapeln kannst du, ne? An die Projektleitung. Also, ich hätte angehalten, wenn jemand was gesagt hätte, ne? Wegen Milo, aber. Wir haben Milo gefragt, er sagte, nee, sollen wir nicht. Ja, gut. Na gut, dann nicht. Wir haben gefragt. Ja, alles gut. Du, aber mal aus reinem Interesse muss ich jetzt mal fragen: Wäre es verboten gewesen, wenn ich die anderen beiden einfach versteckt hätte? Ich habe auch kurz überlegt, Keule. Ich habe überlegt, ob ich es. Es gab keine Regel. Ja, ich habe auch so gedacht, aber ich dachte, bist nicht gleich der Assi der ersten Folge. Genau dasselbe habe ich mir auch gedacht, nicht gleich in der ersten Folge der Assi sein. Ah, ich mache mal eine kurze Pause, bis alle da. So. Und Schönheit hat ja keiner geredet. Naja, es ist zweckemäß, will ich mal so sagen. Jeder weiß, dass er eine Pyramide ist, oder? Das reicht. Erstmal vielen lieben Dank, Keule und McManus. Ehrenmänner direkt in der ersten Challenge. Leute, extra Like bei den 2 Dallas. Und den Kommentar für den Algorithmus auch nicht vergessen. Schreibt einfach Hallo. Das reicht. Milo ist rausgeflogen, der kann ja auch nichts dafür. Warum bist du rausgeflogen? Ist er nicht? Internet. Warum muss der rückwärts da drauf? Ist egal, ja, Mensch, stell das Ding ab. Was, rückwärts? Echt? Ja. Ach ja, stimmt. Leute, ich glaube, deine Mom ist hier. Das hörst du das Piepen? Die läuft rückwärts. Wow. Wow.
Ja, Keule. Okay, dann haben wir dein Kumpel. Dein Kumpel. So, sehr gut. Dann lass uns direkt weitermachen. Ja, dann erstmal Glückwunsch an Commander Keule zu Platz 1. Krass. McManus ist halt wieder Vize-Tino auf Platz 2. Breezy auf Platz 3. Und Milo, der leider auch einen Disconnect hatte, belegt den 4. Platz. Womit kommen wir? Wollt ihr die Folge damit beenden, oder? Ja, es geht ja um die Hofauswahl, oder? Wollen wir es in der nächsten genau, machen? Genau, dann würde ich. Dann machen wir das in der nächsten, dann starten wir da direkt rein. Ja, wir sind schon bei 45 Minuten. Gut, dann in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, meine Lieben. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Schaut unbedingt bei den anderen vorbei. In der nächsten Folge, also morgen, bekommt ihr dann, sozusagen bekommen wir den Preis. Wir können uns die Höfe aussuchen und eben das Stadtequipment dazu. Das ist dann vorgegeben. Wird auch nochmal spannend und dann geht's richtig rein in die Arbeit. Dann geht's los. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Tschüss und ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.